Leben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Kurze kleine Einleitung von mir zu Hause. Wir sind heute bei dem Döner, den ich kürzlich ganz frisch zum besten Döner Deutschlands ausgezeichnet habe, beziehungsweise von seinem Ableger. Denn dieser Laden, Yam Medina, hat mehrere Läden, unter anderem auch ein Laden, wo Burger verkauft wird. Zum besten Döner Deutschlands. Wir werden direkt da Sonntag Undercover-Test sehen. Denn es gab keinen Laden, wo ich so bombardiert wurde, sowohl mit guten Nachrichten, aber auch mit schlechten Nachrichten. Ich sag euch, das macht mich kaputt. Einfach aus dem Grund, weil ich habe natürlich irgendwo mein Gesicht zu verlieren. In dem Moment, wo die Leute einen Döner testen, den ich als gut gefunden habe, mache ich mich greifbar. Und wenn da dann Mist passiert, denken die Leute, der gute Holle hat einfach keinen blassen Schimmer und ist ein Vollpfosten. Und genau aus diesem Grund sind wir Sonntag direkt am Start, so einem Mist hier. Und ich werde euch den Undercover-Test da zeigen und wir schauen, was an den ganzen Worten dran ist. Denn da kommt die wahre Entscheidung, Undercover und nicht anders. Ich sage euch, es ist wirklich gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, gerade aus der, sag ich mal, muslimischen Fraktion, die auch Burger anbieten. Die bieten es ja auch gern durch an, weil das da gewünscht wird. Führt dazu, wenn ich jetzt nach Medium frage, was ich machen werde, dass nicht so die Erfahrung da ist. Ich könnte 3 Pferde drauf wetten, 100 Kamele, dass dieser Burger nicht gut wird. Da ist der Kollege, ja. Also hier ist irgendwie gleich, ich glaube da vorne links oder so, das kleine Istanbul. Ich kann auch komplette Scheiße labern, ich habe das Feeling. Ich habe gerade das Feeling, dass hier klein Istanbul in Mannheim ist. Hier ist doch klein Istanbul um die Ecke, ne? Ja, direkt? Genau, das ist da vorne direkt. Wenn jetzt hier direkt da vorne, ne? Gedanken, hier ist genau, das ich habe es euch gesagt, ich bin Mannheim-Kenner inzwischen. Ja, ja, schönen Tag noch. Danke, 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 danke. Schönen Tag noch. Ciao. Alter, das ist der Sultanplatz hier, Mann. Oh, das ist Dry-Age-Schrank. Gerade nichts drin, aber... Bis auf die Boxhandschuhe passt alles da oben perfekt rein. Ich wollte gerade noch ein Lob aussprechen über die Einrichtung, aber nichtsdestotrotz muss ich das trotzdem tun. Also hier stimmt alles wie Arsch auf Eimer, nur die Boxhandschuhe. Großer Laden, ey. Krankos, was ihr hier für einen ordentlich großen Laden habt, Mann. Riesending. Machst du Soße? Keine. Ah, ist kein Problem. Krankos, was ihr hier für einen großen Laden habt. Schön alles eingerichtet. Jakob hat mich geschickt. Ich wollte Burger heute bei euch essen. Ja, gerne. Wir machen gleich. Machen wir 2 verschiedene? Ich wollte einen normalen Cheeseburger und einmal Chili Cheese probieren. Beides. Ja, gerne. Kurzes Storytelling. Nach meinem letzten Video, wir haben geschrieben, der Jakob und ich, wir haben uns super verstanden. Er war natürlich mega happy. Ich habe mich gefreut. Wir haben ein bisschen Kontakt aufgenommen. Und vor diesem Video, wie das überhaupt entstanden ist. Der Jakob hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe gesehen in deiner Story, du bist in Mannheim. Teste doch mal meinen Burger. Er sagt, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich habe auch den besten Burger. Und ich kann nicht nein sagen, denn vorher hat er auch ein Produkt rausgehauen, was ich maximal geflasht habe und da konnte nicht anders. Bin ich hingefahren. Noch ganz kurz, Zack Plus am Start, immer jetzt jahrelang der Partner. Holle 10 ist der Code, falls ihr Supplements braucht. Beste Qualität, made in Germany. Und jetzt geht's los im Video. Darf ich dich vielleicht auch noch mal was fragen? Also ich wollte normalen Cheeseburger essen und auch einen Chili Cheeseburger. Sehr gut. Ihr habt ja auch normalen Cheeseburger, habt ihr auch auf der Karte, ne? Dann fangen wir, glaube ich, mit einem, wir fangen mit normalen Cheeseburger an, dann machen wir Chili Cheese danach. Okay. Aber nicht, und das ist davon ein Feldchen? Das ist eigentlich gut, ja. Offene Küche auch, man kann alles sehen hier. Sehr sonderbare Variante, den Burger zu machen, habe ich so noch nicht gesehen, sage ich ehrlich. Die ist direkt smashen, ja. Kruste bilden lassen, klar, aber direkt umdrehen, noch nicht gesehen. Kann ich noch jetzt gerade nichts zu sagen. Und da haben wir auch Fleisch, schön Steak machen die da. Oh, wunderbar. So, eine schöne Gewürzmischung und Butter noch drauf. Oh, köstlich, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Die ersten sind schief gegangen, das ist nicht schlimm. Manche wollen sich auch nicht die Blöße geben, wenn sie einen Fehler machen, lassen das Produkt so. Man ist ja auch manchmal ein bisschen aufgeregt, ist normal, die Kamera läuft. War ein bisschen verbrannt, hat neue reingemacht. Wunderbar, warum nicht? Also erstmal Ferndiagnose zu den Buns, das sind ganz normale Kaufhaus-Buns, sage ich jetzt mal. Also wenn das welche vom Bäcker gefertigt sind, würde mich sehr wundern. Bis zu einem bestimmten Grad kann man aber solche verwenden. Ne? Ich sage immer so, zum Beispiel die Butchers von Edeka sind wunderbare Dinge, aber über eine bestimmte Punktzahl kommst du nicht raus damit. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Normalerweise gibt es hier jetzt noch Pommes zu, habe ich nicht dazu bestellt. Okay, doch, kriege ich trotzdem. Habe mich nicht richtig verstanden. Dankeschön. Was ich jetzt einmal mache, geht nicht anders. Ich lege das einmal hier rüber, weil da drin kann ich den Burger nicht richtig abfilmen. Handschuhe kriegt man hier auch noch dazu. Direkt Feuchttücher.
rein vom Feeling. Hat so ein bisschen Mikrowellen-Burger-Feeling. So vom Geruch und so, wisst ihr? Optik, aber stark, finde ich. Sehr präsente Soße, Fleisch schon sehr durch. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich es Medium will. So wie sie es smashed haben, macht es eh keinen Sinn. Da brauche ich es auch gar nicht fragen. Ich dachte, die hätten eher dickere Burger, aber haben ja wirklich so eine Smashed Burger. Ich werde so mein Gesamtfeeling euch eher am Ende mitteilen. Bewertung alles am Ende. Wir werden direkt einmal in die Chili-Cheese-Burger-Runde reingehen. Geile Erfrischung habe ich dazu noch bekommen. Wir gehen direkt in Runde 2, Leute. Und vielleicht zur Not soll noch ein Steak dazu braten. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber ich habe es gesagt. Also mit der Aussage könnt ihr euch jetzt überlegen, was ihr damit anfangen könnt. Eine Frage hätte ich noch einmal an dich vielleicht. Ihr habt ja nur diese flachen Burger. Gibt es eine Möglichkeit, auf dickeren etwas Medium zu haben? Geht nicht, ich habe nur flach, ne? Doch, kann man machen auch. Ein bisschen mehr Medium, ne? Ja, Medium oder durch. Lieber Medium. Und wie gesagt, auch was ich vorhin gesagt habe, ne, das wird halt hier oft, gerade so, ich sag jetzt mal in diesen, kann ich orientalischen Restaurants sagen, in diesen muslimischen Restaurants, viele mögen das einfach nicht Medium. Viele essen es durch und deshalb wird das, glaube ich, auch von Haus aus so angeboten. Ich habe das nochmal gesagt, nächste Runde. Versuchen jetzt mal so zu essen. Kleines Feedback nur zur ersten Runde vielleicht, war wirklich nicht so stark. Ihr kriegt noch mal genaueres Feedback gleich von mir. Und jetzt gehen wir hier in die Runde. Auch mit so viel Öl, sage ich euch ehrlich, das habe ich so noch nicht gesehen auf der Platte. Da werde ich gerade auch entjungfert quasi. Die Chili-Cheese-Soße. Also sehr viel Soße, muss ich sagen. Sehr viel Soße. Bin ich etwas irritiert. Boah, habe ich ein bisschen Angst vor. So viel Soße. Bei ersten dachte ich schon, ui. Jetzt hat diese Standard, sag ich mal, Chili-Cheese, die ich jetzt nicht so feier, die, sag ich mal, auf vielen so ein Chili-Cheese-Sachen drin ist, die so diesen Fertig-Kino-Taco-Soßen-Charakter hat. Ich werde es probieren, ich sag's euch gleich. Nimm ich direkt mit. Dankeschön. Ja? Okay, na machen wir. Machen wir noch Pommes drauf. Auch ungewöhnlich, jetzt liegt der Burger hier schon einen Moment. Ich wollte ihn mitnehmen, aber die wollten jetzt noch auf die Pommes warten. Die brauchen allerdings gerade noch einen kleinen Moment länger. Da hätte ich ehrlich gesagt eher lieber direkt den Burger dann gegessen, bevor der natürlich kalt wird oder die Pommes früher reingemacht. Aber ich muss ihn jetzt so nehmen, wie ich ihn kriege. So, jetzt geht's los. Ich blende jetzt schon mal die Bewertung vom ersten Burger ein. Das ist so ein ganz standardmäßiger vom Bun. So kann man auch das Patty nicht wirklich braten. Das war zu sehen, wie es schmecken wird und so hat es auch geschmeckt. Dieses direkte Umdrehen, der Käse, das Bun, mehr als ein 5 von 10 ist das nicht. So, zurück zu Burger Nummer 2. Das ist diese Standard-Chili-Soße. Man sagen, diese Chili-Cheese-Soße, wie man sie gefühlt halt aus dem Glas kennt, muss man einfach sagen. So schmeckt sie zumindest. Oder man hat ein bisschen Schmelzkäse erhitzt und flüssig gemacht. Ja, meine Brille ist sogar wieder dreckig. Das hast du ja wie die Pest. Feeling im Burger drin, wenn ich reinbeiße. Abgesehen von dieser Chili-Cheese-Soße, die man schon wirklich mögen muss, damit man den offensiv bestellt und auch wieder bestellt. Ist so ein Feeling, mit dem könnt ihr mich anfreunden. Aber jetzt ganz allgemein, Leute. Und auch an alle Gastronomen da draußen muss ich einmal knallharte Worte loslassen. Und das ist einfach mein Beruf, so doof es sich anhört, ist aber so. Aber in der Essenswelt da draußen, in meiner Bewertungswelt, kenne ich keine Freunde. Egal, ob jemand korrekt ist, ob man einen Laden gut bewertet hat oder nicht. Egal, wie gut man sich versteht. Und das auch wirklich an den Jakob. Ich mag dich so sau gerne. Wirklich von Herzen. Du bist so ein Herzensmensch. Aber wenn du mich hier hinschickst, musst du mit einer ehrlichen Bewertung rechnen. Es gibt bei mir keine Freunde auf dem Bewertungsbereich. Zu den beiden Burgern. Burger 1, wo ich gesagt habe, Mikrowellen-Feeling. Knallhart gesagt, kommt auch irgendwo auf den Burger hin. Hier auch, wenn man noch wegdenkt, dass ich den Käse einfach nicht mag. Mehr als 5 von 10 sind diese Burger nicht. Ich muss dazu sagen, Jakob sagte auch, es sind die besten. Bin hier nicht hingefahren, weil ich mit irgendwas gerechnet habe, was in die Richtung kam. Da sieht man mal, wie man sich auch verschätzen kann. Aber das war nichts für Burgerkenner, für Burgerliebhaber. Ich muss ehrlich sein. Ich muss ehrlich sein und damit muss auch du rechnen. Jeder muss damit rechnen, wo ich hinkomme.
was ich ehrlich bewerte. Und es gibt natürlich auch kein, es hat schlecht geschmeckt und wir löschen das Video-Ding. Das gibt es auch nicht. Sowas gibt es nicht. Was Bewertung angeht, habe ich keine Freunde. Das darf ich auch nicht. In dem Sinne, wir sehen uns Donnerstag zum Undercover-Test beim besten Döner Deutschlands. Direkt einschalten, direkt dieser Donnerstag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen. Lasst mir eure Meinung da, euer Kommentar gerade zum Ende des Videos hin, was ihr dazu sagt. Und dann sage ich bis Donnerstag.